Und das Gras hier natürlich auch. Boah, ich werde langsam ein bisschen müde. Obwohl es gerade mitten am Tag ist. Kennt ihr das? Ihr seid aufgestanden und dann schwupps, seid ihr schon wieder müde. Ach, muss denn jetzt hier überall Erde, so Grasbüschel sein? Scheiße, das ist noch gar nicht das Ende. Verdammt! Klatsch, 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 Zeitschriften. Klatschzeitschriften sind auch sowas wie... Hä, habe ich mich hier verbaut? Nee. Klatschzeitschriften, was gibt's denn da? Die Bunte beispielsweise, das ist ja so eine Frauenzeitschrift. Oder... Das Bild der Frau. Yeah! Ich finde diese Werbung immer so lustig, wie das halt immer so fröhlich dargestellt wird. Wir sind das Bild der Frau. Durch diese Jingles, oder wie das auch immer heißt, finde ich immer extrem cool. Bam, 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 bam. Woo! Ich glaube so, hier muss das jetzt sein. Erde. Tralalala, hier so und da so und dort. Hier auch nochmal. Und die zwei Löcher machen wir natürlich auch noch dicht. Und das da hinten bauen wir auch noch fertig. Verdammt, jetzt ist kein Berg mehr dahin. Blöd. So verbaue ich mich denn jetzt in letzter Zeit die ganze Zeit so? Da schon wieder verbaut. Irgendwie verzähle ich mich immer zu. Boah, wie knapp das aber auch hier hingeht. Verdammt. Ach, komm. Leck mich doch, du blöder Erdblock. Ganz ehrlich. Ah. So. Dort und dort. Jetzt hier so. Da noch einen hin und dort. Und hinten machen wir dicht. So, jetzt hätten wir hier vier Felder. Also vier Feldreihen. Und ich gehe jetzt erst nochmal pennen, weil im Dunkeln macht das sowas von überhaupt keinen Spaß. Ach ja... Bin ich froh, wenn das fertig ist, erstmal das Grundgerüst und wir dann uns den Feinheiten widmen können. Aber ich bin erstaunt, dass ich doch bis jetzt bloß gerade mal drei Folgen für den Schmarrn brauche. Ich hoffe, ich schaff das letzte Feld jetzt noch in 10 Minuten. Weil mehr Zeit habe ich jetzt leider erstmal nicht für die Aufnahme. Ich muss ja noch was anderes heute. Ja, ja, ja. Doch, das stimmt, was ich hier mache. Ich war schon wieder... gerade verwirrt. Ich muss ja heute noch Saw aufnehmen.
Boah, da habe ich ja. Boah, da muss ich mich wieder überwinden, das aufzunehmen. Weil das ist ein Spiel, wo man auch wo man extrem aufmerksam sein muss. Im Gegensatz hier zu Minecraft, da kann man einfach so hin und her palimpern hier. Das kannst du bei Saw halt nicht so bringen. Boah, wie mich das hier gerade nervt mit dem Erde wegklatschen, ganz. Das geht gar nicht. Ich bin auch so entmotiviert gerade. Jetzt kommt auch noch so ein Scheißbaum, den ich jetzt echt noch mit meiner Scheißaxt fällen muss, damit ich hier das Scheißfeld fertig bauen kann. Und dann das Scheißholz noch einsammeln muss, damit mein Scheißinventar immer noch voller wird. Was natürlich auch den Zustand meiner Scheißaxt verschlechtert. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt muss ich ja schon wieder so einen Scheißbaum wegmachen mit meiner Scheißaxt, ganz ehrlich. Das geht gar nicht. Die stehen hier voll im Weg. Der Baum hier muss auch weg. Wieso stehen im Wald überhaupt immer so viele Bäume? Ganz ehrlich, das kann doch nicht euer Ernst sein. Tut mal was gegen die Bäume. Irgendwann überrennen die uns noch. Höhle. So, das sind aber, glaube ich, die letzten Bäume, die wir hier für das Feld fällen müssen. Hopsa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, hier kommt dann Erde hin. Und das hier ist dann wieder Feld. Das machen wir gleich mal hier dicht. Und dann hoffe ich, dann haben wir es ja doch noch geschafft in der Aufnahme, das, was ich schaffen wollte. Und zwar erstmal das Grundgerüst vom Feld fertigstellen. Okay, da hier kommt wieder Wasserlauf. Birkensetzling. Wieso gibt es eigentlich immer so wenig Birkensetzlinge? Finde ich ein bisschen diskriminierend den anderen Bäumen gegenüber. Zumindest den Eichenbäumen. Ich mag Birken. Ich mag Züge. Ja, das ist doch schön für dich. Freu dich und back dir ein Ei. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das kam mir gerade sehr klein vor. Drum muss ich da gerade mal nachgucken. Zack, zack, zack. Und unsere Erde wird immer noch nicht weniger. Aber dann haben wir ja auch irgendwann bald mal genug geterraformt hier. Nein, verdammt! Nein, es ist in das Arschloch reingefallen. Irgendwie riecht es hier gerade nach Essen, dabei koche ich gar nichts. Mysteriös. Mysteriöse Sachen gehen hier vor sich.
Herzlich willkommen bei Paranormal Activity. Nein, nicht wirklich. Okay, jetzt setz da mal hin. Ach ja, ach ja. Ich bin ja mal gespannt, wenn ich wie Saw 2 Flesh and Blood ist. Das wollte ich ja nach Saw Let's Playen. Und was ja auch noch geplant ist, bei mir auf jeden Fall, sind die Resident Evil Spiele. Also Resident Evil 1 bis 6 und Resident Evil 7 kommt da jetzt auch gleich. Beziehungsweise Resident Evil Revelations. Das kommt da demnächst auch. Oder gibt's schon zu kaufen? Ich weiß es nicht. Hab ich mir das vorbestellt? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall werden wir mit Resident Evil 1 anfangen. Wobei ich noch gar nicht weiß, wie ich mit dem GameCube aufnehmen soll. Weil ich habe mir das nämlich ersteigert. Das erste Resident Evil, weil es ist ja blöd, wenn ich einfach mit Resident Evil 4 anfange. Das kommt ein bisschen merkwürdig. Und da wir das ja chronologisch alles durchgehen wollen, bin ich ja mal gespannt, wie ich da mit dem GameCube aufnehme. Das müsste eigentlich mit der HDP VR 2 gehen, die ich noch habe. Die hat ja Komponentenanschluss. Doch, das, doch, mit der geht das. Boah, scheiße, da muss ich von der die... Oder die HDP VR 1. Es ist... 1080p wird da wahrscheinlich sowieso nicht drin sein. Da muss ich die alte HDP VR nehmen. Boah, richtig retro-mäßig. Das ist dann einfach Let's Retro Resident Evil. Nee, das wäre ein bisschen zu... So alt ist das Spiel ja doch nur auch nicht, oder? Wie alt ist ein Resident Evil? Ist das schon... 10 Jahre alt, das Spiel? Weiß ich jetzt nicht. Also wer das weiß, wie alt Resident Evil jetzt ist, ich komme da jetzt gerade echt nicht drauf. Normalerweise weiß ich sowas, aber... Wer das jetzt gerade mal weiß, kann es mal bitte in die Kommentare schreiben. Ich möchte mich interessieren, das jetzt nämlich gerade wirklich, wie alt dieses erste Resident Evil Spiel ist. Na super, jetzt muss ich ja auch noch über Wasser bauen. So, damals haben wir aber nicht gewettet hier. Minecraft, ne? Ich bin auch überlegen, ob ich auch eventuell ein neues Format mache. Beziehungsweise ein neues Minecraft-Format. Nennt man das so? Format? Keine Ahnung. Jedenfalls eine neue Art Minecraft-Folgen. Das Let's Play wird natürlich weitergehen, aber es gibt dann natürlich auch sowas wie